Willkommen, Marius Ebert hier. Wir sind in der mündlichen Prüfung. Wir sind im Bereich Personal und der Prüfer fragt, sagen wir mal, Vorstellungsgespräche machen Sie doch in Ihrem Unternehmen sicher auch, wenn es um Bewerbungen geht. Kann man das nicht irgendwie effizienter gestalten? Also Stichwort Vorstellungsgespräch und Stichwort effizienter. Und wir setzen mal an bei effizienter. Was heißt effizienter? Effizienter heißt, die Dinge richtig tun. Die Dinge richtig tun. Effektiv heißt, die richtigen Dinge tun. Da würde man fragen, ob das Vorstellungsgespräch überhaupt das richtige Instrument ist zur Personalauswahl oder ob man nicht lieber ein anderes Instrument wählt, wie Assessment Center zum Beispiel oder irgendwas anderes. Effizienter ist also innerhalb des Systems. Effektiv ist von außen auf das System, in dem Fall Vorstellungsgespräch, draufschauen und gucken, können wir nicht was anderes machen. Effizienter heißt, die Dinge, die man tut, richtig tun. Das heißt, wir bleiben innerhalb des Systems Vorstellungsgespräch und machen die Dinge richtiger, beziehungsweise richtig heißt in dem Fall natürlich auch besser. So, gibt es also Möglichkeiten, ein Vorstellungsgespräch besser zu machen, als es vielleicht vorher gemacht wird? Und da gibt es in der Tat verschiedene Möglichkeiten, denn solange man da nicht gewisse Vorgaben hat, macht da jeder, was ihm einfällt. Also könnte eine erste Idee sein, Checklisten. Ja, eine Checkliste für das Vorstellungsgespräch. Das heißt, jeder, der das Vorstellungsgespräch führt, hat diese Checkliste vorliegen. Und dadurch ist sichergestellt, dass bestimmte Punkte auch angesprochen werden, die sonst vielleicht einfach vergessen werden. Ja, Checkliste. Und da hätten wir schon den nächsten Punkt. Sicherstellen, dass sie die Checkliste vorliegt, ja, beim Vorstellungsgespräch. Sonst haben wir schöne Checklisten, aber die liegen dann irgendwo rum und keiner benutzt sie. Also sicherstellen, dass sie benutzt wird, heißt das mit anderen Worten. Und wenn man dann mit Checklisten anfängt, dann fängt man relativ schnell an, Checklisten in eine Reihenfolge zu bringen. Und damit sind wir schon beim nächsten Punkt, Gesprächsleitfaden. Ein Gesprächsleitfaden ist nichts weiter als eine Checkliste in eine sinnvolle Rangfolge gebracht. Na, während Checklisten erstmal mehr oder weniger willkürlich Punkte auflisten, ergibt sich aus der Checkliste relativ schnell ein Gesprächsleitfaden, in dem man das Ganze in eine logische Abfolge bringt. So, dann kann man, das ist ein Punkt, den man fast immer bringen kann, Schulung. Ja, Schulung der Interviewer. Und wo drin könnte man die Leute schulen, wäre dann die nächste Frage, zum Beispiel in Fragetechniken. Fragetechniken. Oder auch diese Techniken, die man im Rahmen von Gesprächen immer wieder behandelt, wie zum Beispiel das aktive Zuhören, na, das wieder aus verschiedenen Unterpunkten besteht. Ja, auch da könnte der Prüfer dann weitergehen mit Ihnen, sagen, na, aktives Zuhören haben Sie gerade genannt, können Sie das mal ein bisschen präzisieren? Na, aber wir bleiben jetzt mal hier bei unseren Punkten, beim Thema dieses Videos, also Schulung. Schulung der Interviewer ist hier der Ansatz, um das Vorstellungsgespräch effizienter zu gestalten. Und dann noch eine Idee. Wir können Gruppen bilden. Ja, statt immer ein Interviewer, ein Bewerber, können wir machen ein Interviewer, drei Bewerber oder fünf, ja, je nachdem, was da sinnvoll ist. Ja, also die Bewerber gruppieren und das würde mit Sicherheit einiges an Zeit sparen. Ob es dann durch wirklich besser wird, ist die zweite Frage. Na, da muss man überlegen, was ist hier die richtige Gruppengröße und so weiter. Aber da es hier jetzt mal nur um Ideen geht, ist das also eine sinnvolle Idee, die man zumindest vortragen kann und lohnt sich vielleicht, sie auszuprobieren. Ja, das wären also Möglichkeiten, wie man hier mit dieser Frage, wie kann man Vorstellungsgespräche effizienter gestalten, umgehen kann. Und Sie sehen auch hier wieder, dass sie immer wieder von dem einen Punkt dann zum nächsten Punkt kommen. Ne? Wenn Sie sagen, ja, zum Beispiel Schulung des Interviewers, sagt der Prüfer, wunderbar, gute Idee, wo drin denn?
Ja, und dann sind sie schon sofort hier bei Fragetechniken und bei aktivem Zuhören. Ja. So laufen Vorstellungsgespräche, ich habe es oft gesagt, ich sage es nochmal, es soll ein Gespräch sein, ein Gespräch auf Augenhöhe. Ja. Und die Kunst ist hier, mit der Frage, die uns der Prüfer gibt, richtig umzugehen, das heißt, daraus was zu machen. Alles Gute, Marius Ebert.